Ja, wir stehen natürlich als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung, unser ganzes Energiesystem umzubauen. Und wir sehen auch neue Betriebsmittel. Und Kabel sind eben ein zusätzliches Betriebsmittel, das heute in unsere Netze kommt, da wir einen sehr dicht besiedelten Raum haben und die Freileitung leider nicht überall einsetzbar ist. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir natürlich von vornherein stark auf die Qualitätskontrolle achten bei diesen Betriebsmitteln, aber auch Methoden entwickeln, wie wir den Zustand der Kabel monitoren können, wie wir Konzepte entwickeln können, gemeinsam mit unseren Lieferanten, damit wir im Fehlerfall schnell reagieren können, also Teams ausbilden, das Material vorhalten, um dann die Ausfallzeiten so kurz wie möglich zu halten.